So Leute, willkommen zurück zum Fußballmanager 17 und ja, was geht denn ab hier? Wir haben gewonnen gegen Leverkusen, wir haben unsere Siegesserie fortgesetzt, wir haben davor gegen Freiburg gewonnen. In der letzten Folge hatten wir ja zwei Spiele und heute ist dann Berlin dran, würde ich sagen, die wir im Hinspiel 3-0 geputzt haben und wir bleiben erstmal so in dieser Konstellation, würde ich es gerade mal nennen. Wir holen aber mal Piszczek auf die Bank. Denn Renato Sanchez macht echt gute Spiele. Und ich will ihm gerade eigentlich gerne weiter die Einsätze geben. Obwohl wir eigentlich auch Weigel, Sanchez, Shahin, Castro. Wir haben einen Überfluss an zentralen Mittelfeldspielern dafür, dass wir nur eine Position haben. Da werde ich wahrscheinlich auch noch was ändern. Irgendwann. Wo dann wahrscheinlich zwei auf jeden Fall gehen müssen. Noch. Als Zentralmittelfeld. Da würde ich dann lieber noch wirklich offensive Menschen holen. Gut, aber das ist alles Zukunftsmusik. Wir konzentrieren uns jetzt gerade erstmal darauf, dass unsere zweite Mannschaft spielt und wieder verliert. Was ist denn da los, ey? Ja, unsere zweite Mannschaft kriegt gerade ordentlich auf die Fresse, kann man eigentlich schon sagen. Die ganze Zeit schon. Spieler des Monats Februar hätte eigentlich auch mal Aubameyang sein können, aber es ist Hünte da. Okay, gehen wir weiter. Wir sind in Berlin zu Gast. Ich kann nicht rappen oder singen oder was auch immer. Egal, wir sind in Berlin heute. Englische Woche angesagt. Machen wir, oder? Machen wir. Ja, doch, machen wir. Bender ist wieder ein bisschen zurück von der Form. Reus auch ist wieder eigentlich auf einer normalen Form. Steigern sich gerade wieder. Es wird. Es wird auf jeden Fall. Man merkt auf jeden Fall. Ich finde, man merkt auf jeden Fall den neuen Fitnesstrainer. Da die Leute echt extrem krasse Fitnesswerte die ganze Zeit haben. Und auch die Leute, die halt wenig spielen, haben immer noch gute Fitnesswerte. Das ist alles sehr, sehr, sehr nice. Dom ist heute auf jeden Fall wieder dabei. Frischer sieht auch sehr gut aus bei den Leuten. Wir gehen mal den Vergleich. Machen die Sonderbewachung auf Schieber. Ja, doch, auf Schieber. Und dann gucken wir mal hier. Unsere zweite Mannschaft hat wieder verloren. Bester Spieler war Brun Larsen. Ja, aber da muss auf jeden Fall mal Leistung jetzt so langsam kommen. Ich meine, die Mannschaft, die kriegt von mir alle Zeit, die sie braucht. Ich will nur nicht, dass sie absteigt aus der Regionalliga. Das sollte dann möglichst nicht passieren. Ja, aber sie hat ja schon 33 Punkte. Ja, von daher, denke ich, wird das nicht großartig knapp werden. Aber was will denn Lee hier? Was will denn Lee? Will Stammspieler in der zweiten Mannschaft sein? Junge, du spielst doch jedes Spiel. Ich sag mal, du musst deine Ziele herabschrauben. Ist irritiert, sieht dafür keinen Grund. Ja, dann Idiot. Einfach nur Idiot, sage ich dazu. Gut, dann haben wir eigentlich großartig nichts mehr, was wir so noch machen können. Das heißt, wir gehen jetzt einfach direkt rein ins Spiel gegen Berlin, oder? Gehen wir rein direkt ins Spiel gegen Berlin. Wir haben noch nicht wirklich viel gemacht. Oder ist es noch nicht wirklich viel Zeit verstrichen in dieser Folge, aber wir können ja auch mal, wir brauchen ja nicht die ganze Zeit irgendwie, ihr wisst, was ich meine. Ne? Wir brauchen ja nicht drumherum reden oder irgendwas anderes machen, sondern wir gehen jetzt direkt rein ins Spiel gegen Berlin. Bis dahin. So Leute, willkommen zum schon 24. Spieltag der Bundesliga. Wir spielen heute gegen die Hertha aus Berlin. In Berlin und mal sehen, ob wir unsere Siegesserie fortsetzen können. Bender spielt einen langen Pass auf Kagawa, der nimmt den Ball gekonnt mit, dreht sich um Brooks herum, schießt. Der Berliner Torhüter Jahrstein rettet mit einer absoluten Glanzparade. Na, geht schon mal fulminant los hier in diesem Spiel in der ersten Halbzeit zu Beginn. Ist auf jeden Fall die Richtung, wo wir hinwollen. Doppelpass zwischen Renato Sanchez und Aubameyang. Dieser hebt die Defensive von Berlin aus. Sanchez steht am kurzen Pfosten völlig frei und schießt am verdutzten Brooks vorbei mit Schmackes aus spitzem Winkel ein. 1-0 in der vierten Minute durch Renato Sanchez. Ja, ich weiß, warum ich ihn spielen lasse. Also die Position und die Rolle, die er da auch einnimmt, die scheint wirklich auf Sanchez zugeschnitten zu sein, so ein bisschen.
Also das macht er auf jeden Fall überragend da auf der Position. Pal Dardai hat sich den Auftakt wahrscheinlich anders vorgestellt. Da war gerade nochmal eine Möglichkeit zwischen Sanchez und Aubameyang. Nächste Möglichkeit, Sanchez hebelt die Abwehr von Berlin mit einem Lupfer aus. Kagawa steht einen Meter im Abseits, wird zurückgepfiffen. Ja, Sanchez, fulminanter Auftakt hier für ihn. Auf jeden Fall, hat schon einige Aktionen gehabt. Rüben V-Spiel an Sven Bender, kriegt jetzt Schieber eine gelbe Karte. Plattenhardt kriegt auch nochmal die gelbe Karte an, nach einem Foul an Dembélé. Und ich habe, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, fällt mir gerade ein, dass Hannover Stuttgart sei, weil Pasak da ist und so. Pasak ist natürlich bei Hannover, nicht bei Stuttgart. Das ist mir aufgefallen in der Aufnahme. Reus liegt nach einem Foul von Subotic verletzt am Boden. Muss behandelt werden. Ich hoffe, es geht weiter für ihn. Sonst kommt jetzt gleich Schürrle rein. Nächste Möglichkeit, Sanchez kann im Strafraum durchsetzen. Jahrstein hat seinen Schuss aus spitzem Winkel, keine Probleme. Ne, Reus hat eine Kapselprellung im Knöchel, muss ausgewechselt werden. Das machen wir. Dafür kommt dann Schürrle rein. Schade. Ja, Reus mit seiner Verletzungsanfälligkeit ist vielleicht auch nicht so der geilste Spieler. Also er ist ein sehr starker Spieler auf jeden Fall, aber diese Verletzungsanfälligkeit, die gefällt mir persönlich überhaupt nicht und die habe ich eigentlich überhaupt nicht gerne in der Mannschaft. Gut, aber Miralem Pjanic legt sich den Ball zurecht, läuft an, doch der Ball wird von der Mauer entschärft, keine Gefahr für das Tor von Berlin. Nochmal eine gute Möglichkeit hier, schöne Kombination im Mittelfeld der Borussen. Der Ball wird von Pjanic zu Dembélé gespielt, der Youngster vollendet gekonnt zum 0:2. Jawohl. Also heute machen wir echt ein Glanzspiel. Die spielen sich heute was zusammen. Pjanic auch sehr gutes Spiel bis jetzt. Also ein gutes Spiel bis jetzt. Stocker legt Sanchez und wird dafür mit der gelben Karte bestraft. Ja, Berlin heute schon mit der dritten gelben Karte jetzt. Heieiei. Ich glaube, das hat sich Pal Dardai echt anders vorgestellt. Jetzt mal eine Möglichkeit. Plattenhardt flankt von links. In der Mitte hatte Dom zunächst Probleme damit zu klären. Aber der fleißige Außenverteidiger bereinigt die Situation. Schließlich ehe Schieber eingreifen kann. Passiert noch was in der ersten Halbzeit? 2 Minuten nachgespielt? Nee, Abpfiff. Ja, wir sind wieder solide 2-0 vorne gegen die Hertha aus Berlin. Ja. Wir machen heute ein überragendes Spiel, finde ich. Also wir haben die Leute, die spielen eigentlich durchweg, alle gut. Also Durm ist jetzt nicht so ganz und Guerrero auch nicht. Es könnte vielleicht am mangelnden Ballkontakt liegen, dass sie vielleicht nicht wirklich viel zu tun hatten oder so. Keine Ahnung, vielleicht liegt es daran, dass sie nicht so gute Noten haben. Ja, Reus hat sich verletzt, das ist nicht so geil. Naja, reden wir mal mit den Leuten. Die Stimmung ist sehr gut. Wieder. Und das merkt man auch, ja, dieser Schwung, diese Phase, die wir momentan haben, echt sehr, sehr geil. Form ist überragend bei fast allen. Sehr geil. Sehr geil auf jeden Fall. Also durchweg solide eigentlich, was wir hier machen. Und wir gehen mal in die zweite Halbzeit und sind gespannt, wie es weitergeht. Wir haben ja Hertha eigentlich relativ gut im Griff. Momentan nächste Möglichkeit. Pjanic fängt aufmerksam einen Pass von Subotic in der eigenen Hälfte ab, schießt den Ball Richtung Tor. Der Ball geht allerdings ungefähr 5 Meter über die Latte. Also wenn beim Football wären das immerhin 3 Punkte gewesen. Schade, dass wir hier nicht beim American Football sind. Pjanic legt sich den Ball zurecht, läuft an, am Tor vorbei. Miralem Pjanic. Schade. Das war wahrscheinlich 11 Meter oder so, keine Ahnung. Guerrero kriegt jetzt auch eine gelbe Karte. Wir lassen unsere restlichen Leute mal aufwärmen. 60. Minute. Wenn wir vielleicht heute auch mal ein bisschen früher auswechseln. Wie sonst immer. Schürrle hat Note 3,5. Naja. Dembélé legt am Strafraumrand für Sanchez auf. Der zieht sofort ab. Jahrstein ist schnell unten in der Ecke. Hält die Kugel im Nachfassen in beiden Händen.
Spielerwechsel. Alagui kommt rein für Shiba. Dann geben wir Alagui die Sonderbewachung. Nochmal eine Möglichkeit. Sanchez schlägt den Ball aus dem Halbfeld in den Strafraum. Ein bisschen zu weit die Flanke. Subotic und Pekarik sichern den Ball lediglich ab. Der geht nämlich ins Tor aus und ja, die müssen gar nicht viel mehr machen. Schiedsrichter Werner hat bislang eine tadellose Leistung gehabt. Sokratis schaltet sich entschlossen in die Angriffsbemühungen ein. Der Ball landet bei Aubameyang, der zunächst Brooks naht. Dann schickt der Pjanic steil. Aber der scheitert mit seinem bescheidenen Schüsschen an Jahrstein. Ja, das hätte er vielleicht besser machen können, aber okay. Jetzt kommt Hegeler rein für Lustenberger. Bei uns wird jetzt auch mal ausgewechselt. Ich würde schon fast sagen, dass Piszczek reinkommt für Guerrero, der schon ziemlich müde ist. Und dann die Seite tauscht mit Durm, weil Durm ist eigentlich genauso stark auf links so wie rechts. Das ist eigentlich egal für Durm. Ja. Machen wir den Wechsel. Zweiter Wechsel bei uns jetzt noch, weil wir mussten ja einen Wechsel früher machen, weil sich Reus verletzt hat. Nochmal hier eine Möglichkeit. Kopfballverlängerung. Im Mittelfeld schläft Subotic. Aubameyang kann alleine auf Jahrstein zulaufen. Subotic setzt aber nach. Kann den Dortmunder in höchster Not. Er kann den Dortmunder in höchster Not noch am Abschluss hindern. Ja, da hat Subotic mal echt was gerissen noch. Und wir machen mal unseren letzten Wechsel. Wechseln wir hier Sokratis aus. Dafür kommt Ginter rein, der jetzt mittlerweile doch mal ein paar mehr Einsätze bekommt. Ich habe ihn voll vergessen. Das ist schlimm, weil Ginter ist ein sehr gutes Talent. Und eigentlich auch immer ein solider Spieler für die Innenverteidigung. Nächste gute Möglichkeit hier. Dropkick von Pjanic aus 12 Metern, aber Jahrstein ist am Pfosten. Ja, Pjanic hat jetzt hier auch sehr viele Möglichkeiten. Macht aber keine. Nochmal eine Möglichkeit hier jetzt für Berlin. Darida spielt sehr mannschaftsdienlich auf Kalou, statt selber zu schießen. Aber der erfahrene Ivora verzieht überhastet. Und nochmal eine Möglichkeit für uns. Komm, jetzt muss aber das 3-0 drin sein. Kombination der Dortmunder. Kagawa spielt schließlich steil zu. Pjanic, der legt mit dem Kopf quer auf Aubameyang. Aber der Rechtsfuß scheitert aus 14 Metern an Jahrstein. Schade, schade. Jetzt mach hier keinen Scheiß. Können uns hier nicht zwei Verletzte in einem Spiel leisten. Bender hatte sich auch verletzt, kann aber weiterspielen. Gangart von Berlin wird rauer. Ja, das kann sie ruhig werden. Wie sieht's hier aus? Ja, aber die sind auch schon ziemlich kaputt alle. Weiser holt sich jetzt hier auch nochmal die gelbe Karte nach einem Foul an Dembélé. Möglichkeit für Berlin. Kalou legt den Ball einmal links raus auf Stocker. Dessen scharfe Flanke lenkt Horn aber zur Ecke. Ist auch aufmerksam. Timo Horn heute Ecke von Mitchell Weiser getreten. Ginter steht Richtung Tor gewandt. Will den Ball Volley klären. Schießt sich selber an den Kopf. Der Abpraller streicht nur Zentimeter am Kopf vorbei. Ja, ja, es hätte auch schief gehen können. Nochmal eine Ecke von Mitchell Weiser. Kein ernsthaftes Problem für Timo Horn. In dieser Situation. Eine Minute wird nachgespielt und Schlusspfiff. Wir haben wieder gewonnen, Leute. Wir haben wieder gewonnen. Momentan geht es echt gut voran. Ja, Bayern patzt natürlich nicht. Solange unsere Siegessträhne hier weitergeht, macht Bayern natürlich auch weiter. Die denken sich, warum sollen wir denn bitte patzen? Wir haben doch gar keinen Grund dazu. Ja, und wir sehen uns im Nachbericht. Bis dahin. So, Leute, willkommen zum Nachbericht des 24. Spieltags. Und wir haben heute sehr, sehr gut gespielt, wie ich finde. Also wir haben wirklich sehr gut gespielt. Sokratis, bester Mann heute mit einer 1,5, war, finde ich, gar nicht wirklich festzumachen. Hätte auch Sanchez gut sein können, wenn er noch ein bisschen besser gewesen wäre. Oder Bender, oder Kagawa,
Oder vielleicht, wenn Pjanic einer seiner 100 Chancen gemacht hätte, auch Pjanic gewesen sein können. Ja, wir haben auf jeden Fall Berlin heute gut dominiert. Wir haben 12 zu 1 Chancen. Ja, 12 Chancen hatten wir heute und haben nur 2 davon reingemacht. Das wird wieder negativ auf unsere Chancenverwertung gehen. Boah, wir haben uns schon fast 300 Chancen rausgespielt. Bayern hat nur 6 mehr gemacht. Also sich nur 6 mehr rausgespielt. Also da sind wir auf jeden Fall sehr gut dabei, was das Chancenrausspielen angeht. Aber wir müssen halt mehr machen. Oh, Anthony Modest hat heute 2 Tore gemacht. Das heißt, Köln hat heute gewonnen, oder was? Köln hat gewonnen. Köln hat 5:1 gewonnen gegen Ingolstadt. Ist damit auf dem Relegationsplatz. Uiuiuiuiuiuiui. Also der neue Trainer. Auf jeden Fall läuft bei ihm. Wir waren heute das beste Team. Jawohl. Wir waren heute beim 0:2 das beste Team. Sehr schön. Ja, Renato Sanchez klettert immer weiter hoch. Ja, die Position ist wirklich für ihn gemacht. Das kann man, glaube ich, nicht mehr abstreiten. Der Typ, der ist so gut da auf der Position. Und vor allen Dingen auch ein Goalgetter. Ja, der ist ein richtiger Goalgetter, der Sanchez. Gefällt mir. Der Typ gefällt mir. Wir gehen weiter. Und das Vorstandsvertrauen geht auch mal wieder hoch. Hey, auf 18. Wow. Ja, nachdem wir aus dem DFB-Pokal rausgeflogen sind, ist das natürlich nach unten gegangen. Unser Trainingszentrum ist abgeschlossen. Das ist der Ausbau. Marco Reus fällt aus. 11 Tage. Kann man kompensieren. Können wir kompensieren? Thilo Kehrer fällt aus. 3 Wochen lang. Das ist nicht gut. Weil wir nicht mehr so viele talentierte Leute haben in der zweiten Mannschaft. Und irgendwie ist die Moral in der zweiten Mannschaft nicht wirklich gut. Und ich wollte übrigens auch einen Namen von euch hier einfügen. Das fällt mir gerade ein. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Muss ich unbedingt mal machen. Gut, aber wir haben ja Schürrle. Ne, wir haben Schürrle noch. Damit können wir auf jeden Fall den Ausfall von Reus kompensieren. Es wird halt vielleicht ein bisschen knapp werden. Ne, wir nehmen das mal so mit. Wir nehmen die Aufstellung mal so mit, weil wir können Guerrero auch auf links außen spielen lassen, wenn es sein muss. Da ist er zwar nicht so eingespielt, aber zur Not kann man das auf jeden Fall machen, dass er dann auch links außen spielt, der Guerrero. Oder, wisst ihr was? Wir ändern gerade mal den Namen. Jetzt geht zwar gerade die Musik aus, aber wir ändern gerade mal den Namen des Jugendspielers live in der Folge. In Fade und Bund. Gucken wir mal. So, wir haben angegeben John Gnedic, den haben wir schon. Der nächste Innenverteidiger, den wir vergeben laut meiner Liste, ist Julian Ulrich. Ja, laut meiner Liste ist der nächste Spieler, den wir vergeben, Julian Ulrich. Ich gehe einfach der Liste nach. Du bist dann ein Schwede, tut mir leid. Aber du bist drin, willkommen dann in der Mannschaft oder in der Jugend. Julian Ulrich, willkommen in der Jugend. Ja, nächster Innenverteidiger haben wir, hat auch gute Charaktereigenschaften. Auch selbst die Charaktereigenschaften sehe ich nicht mehr, ne? Durch diesen Bug, dass diese Pop-Ups nicht mehr angezeigt werden, das ist echt schlimm. Ich frage mich nur, wodurch das kommt. Ob es an irgendeiner Einstellung liegt oder so, ich weiß es nicht. Ich habe ja nichts geändert. Ma, das ist echt nervig. Gut, mache ich mal meine Liste hier wieder zu. Zack. Gut. Ja, mal live in der Folge nochmal einen Jugendspieler umbenannt. Ja, haben wir jetzt sogar ziemlich gut die Jugendspieler schon verteilt. Jetzt ist er natürlich, wird er gerade nicht aufgestellt. Gut, wird aber noch, er wird auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Spieler, der Zukunft hat. Wir können gerade mal hier reingehen. Privatlehrer, Sonderbetreuung und einen Mentor geben, der vielleicht für, nee, Innenverteidiger geht nicht, dann kriegt er Erik Durm. Gut, dann gehen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Noch die Tage Richtung Ingolstadt. Das Spiel gegen Ingolstadt werden wir, denke ich, diese Folge nicht mehr machen. Also,
Beste Newcomer der Saison ist Bentaleb. Bei Schalke. Auch 22 Jahre alte Typ. Wusste ich gar nicht. Dann Douglas Santos bei Hamburg. Okay. Dann kommt Naby Keita. Ja, Keita wissen wir ja, dass er ein guter Spieler ist fürs zentrale Mittelfeld. Tielemans bei Gladbach, aber natürlich ist er ein Spieler von uns. Und Dembele kommt danach. Embolo natürlich. Boah, den hätte ich auch gern, aber der ist so teuer. Und man kann nicht nur eine Mannschaft voll mit Talenten haben. Ich meine, das geht auch, aber ich mag das nicht. Ja, Dembele. Der wird noch echt bei uns zum Shootingstar. Also er ist ja jetzt schon eigentlich ein Shootingstar, aber er wird noch echt krank. Warum ist Aubameyang jetzt in der Nationalmannschaft? Kann mir das mal einer erklären? Egal, wir spielen mit Podolski. Dann holen wir uns für dieses Spiel mal einen, dann holen wir uns mal Eggestein aus der zweiten Mannschaft. Für dieses Spiel. Und ja, das war's eigentlich. Nur damit wir halt einen 1:1 Stürmeraustausch haben. Gut. Dann würde ich sagen, war's das auch erstmal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir haben erfolgreich unsere Siegesserie fortgesetzt. Was ich sehr gut, sehr begrüße momentan. Also das ist echt Wahnsinn, was hier auf einmal abgeht. Die Mannschaft ist super drauf. Die Taktik scheint langsam angekommen zu sein in der Mannschaft. Und ich bin echt gespannt, wie es hier weitergeht. Wir haben ja bald dann auch wieder unser Spiel gegen Real Madrid. Nach Ingolstadt kommt dann das Rückspiel gegen Real am 7.3. Und wow, da stellt sich heraus, ob wir schon mal ja, den ersten riesigen Fisch quasi aus dem Becken rausgeworfen haben. Oder nicht. Oder ob wir noch untergehen. Wissen wir nicht. Werden wir erfahren in der übernächsten Folge. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben heute den Jugendspieler auch geändert. Auch das, hoffe ich, gefällt euch und es wird weitergehen. Ihr habt auch schon gesehen, ich habe auch viele jetzt mal auf Jugendscouting geschickt, dass hoffentlich Jugendscouts kommen. Oder dass Jugendspieler kommen zu uns, Talentierte. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ich lasse jetzt noch den Drop durchlaufen von dem Lied, weil ich finde den einfach so geil. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.